Once upon a time in einer sächsischen Kleinstadt, am Ufer eines reißenden Sturms, befand sich ein neuer Hotspot. Nicht so ein Hotspot. Das Kapitol hatte einen neuen Tribut für die Medienhauptstadt ausgewählt, denn der neue Mittelpunkt der Filmwelt hieß Mittweida. Das sagenumwobene Städtchen mit seinen traumhaften und erstklassigen Stränden und seinen überdurchschnittlich hohen Lebensstandards wurde für die Ausstrahlung einer der bedeutendsten Late-Night-Shows bestimmt. Da zahlreiche Stars ihre Karriere bereits in Mittweida begannen, wurde es nun Zeit für den nächsten großen Star. Herzlichen Glückwunsch! Sie sind die Moderatorin der Midnight Show 2022. Das ist Ihr Vertrag. Also ja, heute suchen wir dein Kleid aus. Kleid? Oh, ich hab's. Oh, das ist es. Das ist total toll. Ich glaube, das passt sehr gut zu dir. Ria, wir müssen jetzt nochmal den Ablauf der Show durchgehen. Ja, wir brauchen dich noch ganz kurz für eine Insta-Story, okay? Ganz kurz. Den Text haben wir dir vorgeschrieben, den musst du einfach nur ablesen. Okay. Hallo? Hier, wir nehmen hier gerade eine Insta-Story auf. Könntest du bitte kurz auf ein Bild gehen? Dankeschön. So, let's go. In wenigen Minuten startet die brandneue Late-Night-Show. Jetzt noch bitte einmal für den HSMB-Kanal. Okay. Nee, stopp, okay. Dafür haben wir jetzt keine Zeit mehr. Komm, Ria, wir müssen weiter. Warte kurz. Das geht jetzt nicht. Noch 35 Sekunden. Ja, es geht jetzt los. Ach, und du bekommst übrigens noch ein Selfie. Ria? Ria, wir müssen jetzt auf Sendung. Sie ist der neue Stern am Himmel von Hollywood. Sie ist Triathlet in dem Binge-Watching und sie ist unsere Moderatorin. Hier ist Ria Seeger! Ich freue mich, diese glamouröse und einzigartige Midnight Show 2022 moderieren zu dürfen. Ja, Once Upon a Time in Mittweida. Das bedeutet, wir nehmen euch mit auf eine Abenteuer voller Filme. Freut euch auf unsere Traumfabrik mit den neuesten Trailern aus Mittweida, mit Gästen und natürlich mit unserer wundervollen Band. Sie existiert seit 3 Tagen und so heißt sie auch, die 3-Tage-Band. Ja, und ich habe sogar die Ehre, diese Show nicht alleine zu moderieren. Deswegen wünsche ich mir einen großen Applaus für Samuel Wolf. Hallo Ria, hallo Mittweida. Hallo Samuel. Ja, ich glaube, das wird eine richtig gute Show, denn ich glaube auch, es wird ein richtig gutes Jahr. Was ist nämlich passiert? Die Kinos haben wieder aufgemacht. Ja. Denn die waren viel zu lange zu. Und ich saß viel zu lange auf meiner Couch. Und das alles nur wegen diesem einen hartnäckigen Bösewicht. Ja genau, Disney, ich rede von dir. Du und deine Maus versklavt mich schon seit Kindheitstagen, aber jetzt nimmt es wirklich bedenkenswerte Ausmaße an. Wie zur Hölle soll ich mir denn einen VIP-Zugang leisten? Ich habe noch nicht mal genügend Geld für Popcorn im Kino. Ich meine, 22 Euro? Was zur Hölle? Ja, das heißt jetzt für mich einmal im Monat Ruhe und Frieden. Aber Ria, ganz kurz, wenn ich dich unterbrechen darf, beruhig dich, komm runter. Erinner dich, was du dir für 2020 vorgenommen hast. Ja, du hast natürlich recht.
ich habe mir vorgenommen, meine innere Ruhe wiederzufinden. Das heißt, der ganze Meditation- und Achtsamkeitskram, also die volle Dröhnung, Frieden und Entspannung. Ja, Samuel, mach dich ruhig lustig, aber ich glaube, wir haben uns alle ein bisschen Entspannung nach dem letzten Jahr verdient. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich wache immer noch schweißgebadet mit solchen Bildern im Kopf auf. Erst brennt Australien, dann überschwemmt Wasser Deutschland, dann brennt das Wasser und dann kommt Heidi Klums Wandersong wieder in die Charts. Also ich meine, das hätte ja keiner ahnen können, dass 2021 die Fortsetzung des Apokalypsendramas 2020 wird. Ja, ich drücke jetzt die Daumen, dass das keine Trilogie wird. Die Variante schlägt zurück. Da habe ich persönlich gar keine Lust drauf. Ich habe nämlich genug von alledem, genug von Kinoschließungen und Netflix auf meinem Handy und vor allem habe ich genug vom Fernsehsystem meiner Eltern. Das besteht aus Videokassetten und linearem Fernsehen. Bei uns läuft nur eins, Spider-Man, der ist nur Streaming-Plattform at home. Ja, oder so ein Klassiker wie zum Beispiel Dracula. Ich finde, der passt auch ganz gut. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich glaube zurzeit eher an Vampire als an eine einheitliche Corona-Politik. Ja. Ja, aber ich meine, manche Sachen muss man halt einfach den Profis überlassen. Zum Glück haben wir die doppelläufige Pandemie, Bekämpfungsschrotflinte, Wandrosten und Karl Helsing. Aber manche wollen auch gar nicht, dass man die Probleme löst, zum Beispiel wie im Film Don't Look Up. Da rast ein Feuerball auf die Erde zu. Ja, und die Politiker haben dann ein ganz ähnliches Motto wie die FDP. Der Markt regelt schon. Danke, ja. Und ich weiß nicht, also jetzt nochmal ganz ernst, ne? So Klimakrise, Wirtschaftskrise, es kann von mir aus alles kommen. Von mir aus auch ein Komet oder auch gerne nochmal eine Runde Trump. Aber Hauptsache, es ist nach meinem Ariana Grande Konzert. Dann singe ich auch gerne Boom, boom, there goes my life. Ja, und dann ab März schauen wir alle wieder ganz gespannt nach Hollywood, denn da werden die Oscars verliehen. Genau, das ist die Veranstaltung, wo sich alle alten weißen Männer der Filmbranche zusammensetzen und sich einen runterholen. Genau, also ein Oscar von der Bühne. Ja, und wenn ihr nun live dabei sein wollt, dann haben wir genau das Richtige für euch. Denn so eine Show wie diese ist leider, finanziert sich nicht von alleine. Deswegen kommt hier unser Sponsor am Ryanair. Am Ryanair, das verspricht Amateure, Aufschiebung und Änderung auf den letzten Schiss. Begeben Sie sich mit uns auf eine Reise ins Ungewisse. Mit Ruhe und Gemütlichkeit werden auch Sie zum Amrain. Lehnen Sie sich zurück, denn wir machen die Arbeit für Sie und bringen Sie sicher ans Ziel. Kommen Sie an Bord und erleben Sie, was es heißt, sich nach einer Grundordnung zu sehnen. Machen Sie es sich bequem, lassen Sie sich verzaubern und lassen Sie Ihre Vergangenheit hinter sich. Mit Amrain Air sicher ans Ziel. Vertrauen, Verantwortung und Versäumnis sind für uns ein Muss. Flug verschlafen? Kein Problem. Wir nehmen es mit der Zeit nicht so genau. Wir sind garantiert noch nicht abgehoben. Sie fragen sich, ob der Flug pünktlich startet? Egal ob nach Amerika, Australien, Schönborn 3 werden oder doch Dorf Chemnitz, wir sind Ihr Begleiter. Das Ziel Ihrer Reise überlassen Sie am besten uns. Am Ryanair, die zauberhafte Airline. Fliegen Sie mit unserem 3G-Prinzip. Geschmacklos, geringfügig, geamreint. Ja, bei so einer gemütlich aussehenden Airline, da bekomme ich auch richtig Lust, irgendwo hinzufliegen. Vielleicht so nach Hollywood oder ja, in so, wo die Filme halt gemacht werden, ne? Oh ja, und so Filme, ne? Da bekomme ich auch richtig Lust, mal wieder einen Filmabend zu machen.
richtig schön so mit Kuscheldecke und so einer schönen Tüte Popcorn. Ah ja, und dann so alle 8 Teile von Harry Potter. Samuel, bist du dabei? Aber sowas von. Aber ja, bitte, bitte nicht solche RTL-2-Dinger, sondern was richtig Geiles brauche ich. Richtig geile, schöne Filme. Richtig geile, schöne Filme, die habe ich für dich. Und zwar in dieser wundervollen Kiste. Die ist von meinen Eltern. Denn ja, die habe ich dort einfach gefunden. Das sind Filme auf einem einzigartigen Datenträger, der Hollywood revolutionierte. Es war einmal die Videokassette. Und ich präsentiere die Kassettenkiste. Aber Ria, Kassetten? Also ich meine, das ist ja schon ganz schön out, sage ich mal. Ich meine, hast du kein Streaming, keine Streaming-Plattform? Warum kramst denn du jetzt die Dinger raus? Na Samuel, das ist der neue Trend. Pass mal auf, 2022 heißt es dann nicht mehr Vintage-Vinyl-Schallplatten, sondern Retro-Bandsalat-Nostalgie. Ja, aber sei gespannt, ich greife einfach rein und du wirst es lieben. Also ich kenne es auch nicht, alle Teile oder Filme. Zum Beispiel hier, was haben wir hier? Titanic. Habe ich noch nicht gesehen, soll richtig lang sein. So 3,5 Stunden. Also ich gehöre ja zu Generation TikTok. Meine Aufmerksamkeitsspanne beträgt so maximal 10 Sekunden. Aber Samu, 10 Sekunden Titanic zusammenfassen, kannst du das? Ria, ich kann das sogar in 3 Sekunden. Schiff fährt gegen Eisberg, Mann stirbt, Frau weint, Riesenerfolg. Bam. Bam, ja, das glaube ich auch. Bam. Dafür auch gerne mal einen Applaus, das war ja... Danke, danke. Aber du hast ja gesagt Eisberg, ich meine so, ob der existiert bestimmt heute nicht mehr. Ich meine, das ewige Eis schmilzt und damit ja auch der schöne Hintergrund für jede gute Tierdoku. Ja, so ein Eisbär ist halt einfach nur halb so süß ohne Eis und Schnee im Hintergrund. Okay, naja, Greenscreen regelt, ne? Aber ja... Vielleicht, also wenn die Titanic heute nochmal gebaut werden würde, so rein theoretisch und dann bessere Technik, kleinere Eisberge, dann würde nicht nur der Film gut in Amerika ankommen. Der ganze Plot wäre dann weg, aber 100%ige Überlebenschancen. Und sie lebten glücklich bis ans Ende ihrer Tage. Oh, wie romantisch. Mensch, da wird mir ganz warm ums Herz. Also ich fühle es, Ria. Ja, also du bist auch so ein richtiger Romantiker. So, ne? Ja. Ah ja, das ist eine aussterbende Spezies, so wie... Biene Maya, ja, die ist auch, ja, Völker, ne? Aber, also ich meine, deswegen heißt es bestimmt auch Biene Maya 3 und das geheime Königreich. Ach, die ist undercover. Mensch, was die wohl ausgewabt haben muss. Ja, ich sehe die Schlagzeile schon vor mir. Biene Maya legt illegale Blumenwiese an. Und was sagt Greta Thunberg dazu? Diese kriminelle Biene. Nee, Ria, ich würde sagen, das schauen wir nicht an. Nee, da bin ich auch dagegen. Was haben wir hier? Angela Merkels Neujahrsansprache 1 bis 16? Ria, ganz kurz, bevor du jetzt was Kritisches sagst. Das ist ein riesen Erfolgsschlager. Das hilft mir extrem beim Einschlafen. Das ist ein bisschen wie Wahlgesänge. Hier. CDU. Ja, dafür kannst du diese Kassette auch sehr gerne haben. Für den nächsten Mittagsschlaf oder wie auch immer. Ach ja, aber vielleicht was Neueres, so, ja, was hättest du da was im ist denn das? Kopf? Ist das eine Gucci-Kassette? Nee, das ist House of Gucci auf Kassette. Ah. Und ja, ich weiß nicht, also Gucci, ne, das ist ja auch sehr hilfreich, dass die auch auf Kassetten umsteigen, denn Trendsetter sind sie ja auf jeden Fall, die Modemarke schlechthin. Die haben auch die schönsten 100-Euro-Socken überhaupt. Ich meine, okay, am Ende ist es auch bloß Fast Fashion und teuer. Die bezahlen den Kinderhänden keine 2 Cent. Nein, die bezahlen ganze 3 Cent. Naja, aber da bekommen sie ja schon mal mehr als wir, ne? Ja, touché. Aber zurück zum Film. Ich meine, Lady Gaga spielt mit. Ich fand den gar nicht schlecht. Ja, das war doch die im Fleischkleid, ne? Ganz genau. Pökelface. Okay, letzter Film. Harry Potter und die Kammer des Schreckens, ja? Ach ja, du, weiß ich auch nicht so. Ich meine, der hat ja jetzt 20-jähriges Jubiläum, aber der kommt jetzt auf jeder Streaming-Plattform. Also ich weiß nicht, das ist mir ein bisschen zu Mainstream. Okay, Samuel, ich habe eine Idee für dich. Also ich erhöre deinen Wunsch, das ist auch in Ordnung, aber ich habe auch vielleicht eine Idee, wie ich dich umstimmen könnte, denn ich habe einen Trailer für dich, und zwar den
Harry Potter Teil der 9. Der verschollene und jetzt wiedergefundene Harry Potter und die Kamera des Amrain. Ist dir schon mal etwas passiert, das du dir nicht erklären konntest? Du bist ein Günther-Liebling. Ich bin ein... Was? Sehr geehrter Mr. Potter, wir sind erfreut, Ihnen mitteilen zu können, endlich in Präsenz an der Hochschule Midwider University auf Applied Sciences studieren zu dürfen. In wenigen Augenblicken werdet ihr durch diese Tür treten und das TV-Studio kennenlernen. Achtet auf die Drehtür, sie bleibt gern stehen. Boah, hast du wirklich ein Studententicket? Wahnsinn. Willkommen zu eurem ersten Eurobier. Tretet heran, hebt eure rechte Hand über den Tresen und sagt Bier. Bier. Wow. Mr. Longbottom, würde ich mir bitte erklären, wo Sie hin wollen? Los, Mr. Longbottom. Woher habe ich nur diesen Kater? Mr. Potter, mein neuer Lieblingsschüler. Erstsemesterinnen sollten wissen, dass das Ausleihen der Technik für sie unmöglich ist. Bunte Magie während der Vorlesungszeit ist strengstens verboten. Du bist doch vollkommen raus. Essen und Trinken im TV-Studio ist all jene untersagt, die nicht den Wunsch haben, eines schmerzhaften Todes zu sterben. Wow. Es gibt nur einen Ablaufplan. Voll Amrain. Verstehe das, denn das ist sehr wichtig. Nicht alle ProfessorInnen sind beliebt. Ich gehe lieber ins Bett, bevor heute wieder jemand auf die clevere Idee kommt, komplett zu übertreiben. Oder schlimmer noch, uns morgen durch die Prüfung fliegen zu lassen. Sie sollte dringend ihre Prioritäten überdenken. Ich glaube, wir können Großes von Ihnen erwarten. Was ein Trailer! Dieser Trailer wurde sogar hier in Midwider produziert und auch von einer wunderbaren Regisseurin, nämlich Josie. Die lernen wir auch später noch kennen, also bleibt auf jeden Fall gespannt. Und ansonsten, ich meine, was ein Trailer, der ist ja Oscar-Preisträger würdig. Da hast du recht. Bisher hat Harry Potter ja immer den Kürzeren gezogen bei den Oscars. Aber von daher, viel Glück, ne? Das drücken wir auf jeden Fall die Daumen. Ich meine, bis 2024 besteht auch noch eine große Chance. Danach sieht es ein bisschen schwierig aus, denn die Academy hat ganz neue Regelungen in Bezug auf Diversity erstellt und die beziehen sich auf den Preis Bester Film. Das bedeutet, Filme müssen ja diese Anforderungen erfüllen. Und ja, kurz gesagt ist das die Idee dahinter, dass weniger weiße heterosexuelle Männer den Ton vor oder hinter der Kamera angeben. Nach 92 Jahren hat die Academy dann auch verstanden, dass man nicht Steven, George oder Quentin heißen muss, um gute Filme zu machen. Aber manche finden das alles nicht so schön. Die wünschten sich das ein bisschen natürlicher, so ganz nach dem Motto so go with the flow. Aber so richtig geklappt hat das noch nicht bei den Oscars. Und es ist viel Kritik gehagelt. Ja, Once Upon a Time nach den Oscars 2015. Da trendeten auf Twitter die Hashtags OscarSoWhite und OscarSoMale, nachdem ja, alle 20 Nominierten in der Schauspielkategorie weiß waren. Man kann wirklich sagen, der Twitter-Mob hat das Problem wortwörtlich an den Eiern gepackt. Ja. Und die Academy hatte dann eine gute Idee, denn einzig Chris Rock mit seinem weißen Anzug im Jahr ist es im Jahr darauf gelungen, die Oscars aus den Fängen des tobenden Shitstorm-Mobs zu befreien. Und so sah das aus. Well, I'm here at the Academy Awards, otherwise known as the White People's Choice Awards. Man, I counted at least 15 black people on that montage. This whole no black nominees thing has happened at least 71 other times. Und sie lebten glücklich bis ans Ende ihrer Tage. Also nicht wirklich, weil es hat sich nichts
Also es bringt nichts, sich einfach nur einen Mann auf die Bühne zu stellen und sich öffentlich roasten zu lassen. Es muss sich tatsächlich was verändern. Ja, das hat nämlich so viel gebracht wie gar nichts. Und das können wir gut erkennen an den Quoten 2019. Da waren in allen Kategorien, also von allen Kategorien, in denen nominiert wurde, waren gerade mal ein Viertel Frauen nominiert. Das ist weniger als Gin in meinem Tonic. In diesem Sinne, Prost. Ja, wie Samuel hat das auch Isa Rae 2020 das bestehende Problem gut zusammengefasst und so sah das aus. Martin Scorsese, Todd Phillips, Sam Mendes, Quentin Tarantino, Bong Joon-ho. Nice. I did it. Thank you so much. Congratulations to those men. Ja, Gratulation. Nie war Stille so laut. Aber ich meine, das kann ja mal passieren. Das passiert ja auch den Besten. Und die Academy weiß auch, wie sie solche Fehler nicht nochmal machen, beziehungsweise wie sie das betonen können, dass sowas nicht mehrmals passiert. Sehen Sie nun die Verleihung der Kategorie Dokumentarfilm. These films, four of which are directed or co-directed by women. Und dann gewinnt sogar eine Frau. Ich bin im feministischen Himmel. Aber cool wäre es, wenn man das vielleicht nicht so betonen müsste und wenn auch nicht eine ganze Branche in Standing Ovation ausbricht, nur weil eine Frau ihren Job genauso gut macht wie ein Mann. Ja, dann bräuchte es nämlich auch keine Regeln. Aber ich meine, es liegt einfach an jedem Einzelnen, sich für Gleichberechtigung einzusetzen. Mein liebstes Beispiel, Benedict Cumberbatch. Ich meine, der sieht nicht nur gut aus, nein, der setzt sich auch dafür ein, dass Frauen und Männer die gleiche Bezahlung am Set bekommen und auch gegen toxische Männlichkeit. Ehrenmann. Und neben Ehrenmännern gibt es natürlich auch Ehrenfrauen und eine wollen wir gleich kennenlernen. Sie heißt Dasha Dauernhauer, ist Filmkomponistin und ja, wir freuen uns sehr, sie gleich begrüßen zu dürfen nach der Werbung. Bis gleich. Achtung, drei. Und Achtung, vier. Achtung, zwei. Achtung, drei. Jonathan, Sie müssen mal bitte auf Ihre Grundordnung achten. Achtung, eins. Schauen Sie mal, zwei, zauberhaftes Bild. Eins und drei, weiß ich Achtung, nicht, vier, ist das gleiche vier. Bild. Was wollen Sie damit jetzt erzählen? Achtung, Mike, fünf. Machen wir später. Muli, ist ein Snickers. Hä, wieso denn? Immer, wenn du hungrig bist, wirst du zum Amrein. Besser. Du bist nicht du, wenn du hungrig bist. Snickers und das Studium ist gegessen. Wie oft habe ich's schon gesagt, in der Regie wird nicht gegessen. Still up in that beta stage, this should go and wake him up. 204 saving grace, I feel I wasn't paid enough. Predicting what I complain about when Ali catch a major buzz. Hey, wo zieht euch von meiner Karre? Blenden Sie nervige Hintergrundgeräusche einfach aus. Der neue Volksmusikwagen. Jetzt mit innovativer Noise-Canceling-Technologie. Volksmusikwagen. Das Auto. Wir waren auf einem Dreh und richteten gerade das Set ein. Dann tauchte plötzlich dieser Mann mit der Maske auf. Ganz behutsam schob er den Wagen mit dem Equipment vor sich her. Auf einmal holte er eine Astera hervor und tanzte damit. Es wurde ganz still. Und alle hatten nur eine Frage im Kopf. Wo hat er nur diesen Equipmentwagen her? Gefunden auf Jürgen.de. Oh, schön.
Also der riecht wirklich sexy. Ja, definitiv er. Für den würde ich sogar das Licht ausmachen. Der riecht wie meine Mittagspause. Der ist richtig saftig. Also der könnte definitiv meine Familie ernähren. Au parfum de Oulous. Sucht euch einen Job, Mann! Der neue Volksmusikwagen. Jetzt auch in der Autotune Edition. Volksmusikwagen. Das Auto, Alter. Jawoll. Scheiße. Alter, legst du mir Arsch. Kreuzkruzifix. Zurück zur Midnight Show 2022. Wir haben jetzt zu Gast Dasha Dauenhauer. Wir freuen uns sehr, dass sie sich Zeit genommen hat. Sie ist eine erfolgreiche Filmkomponistin, die bereits mit einigen Preisen, wie zum Beispiel dem Europäischen und Deutschen Filmpreis, ausgezeichnet wurde für ihre Musik für den Film Berlin Alexanderplatz. Hallo Dasha, hörst du mich? Hallo, ich höre dich. Hi. Ja, schön. Ja, schön, dass du dir... ja. Es wird sich gefreut, dass du da bist. Das ist schön. Ja, Dasha, also wir haben uns sehr gefreut, dass du dir kurz Zeit nimmst für uns und einen kleinen Einblick gibst. Denn du als Frau bist ja auch schon ein bisschen länger in der Branche und wir haben ja gerade über das Thema Diversity ein bisschen geredet und wollten dich natürlich auch fragen, wie siehst du das als Frau? Hast du da schon Erfahrungen sammeln müssen oder können? Ja, also ich habe tatsächlich überlegt, dass ich mir früher eigentlich gar nicht so viele Gedanken dazu gemacht habe. Ich habe irgendwie mit 5 angefangen zu komponieren und es war irgendwie ganz klar, ich bin einfach Komponistin und habe irgendwie immer meinen Weg verfolgt und das gar nicht so hinterfragt, wie das eigentlich mit der Verteilung Männer und Frauen aussieht. Und ich habe das dann erst, als ich angefangen habe, Filmmusik zu studieren, an der Filmuni gemerkt, warum sind jetzt eigentlich nur Männer um mich herum? Also prozentual gesehen war das ein sehr geringer Anteil an Frauen. Und da habe ich tatsächlich angefangen, mir auch darüber Gedanken zu machen. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich bis jetzt eher positive Erfahrungen gemacht habe. Also zum Beispiel Streamer wie Netflix, Sky etc. achten wirklich mittlerweile sehr krass auf Diversität vor und hinter der Kamera, dass wirklich das Verhältnis zwischen Männern und Frauen ausgewogen ist. Und davon profitiere ich natürlich auch. Ja, ich meine, das ist ja umso schöner, wenn du eigentlich nur positive Erfahrungen sammeln konntest. Das greift auch gut meine nächste Frage auf, weil ich habe die Frage bekommen, die Diskussion besteht ja schon weilchen, Diversität und gerade, dass man Gleichberechtigung. Würdest du sagen, wir sind da schon einen großen Schritt vorangekommen, beziehungsweise ist da noch Luft nach oben? Ich glaube, Luft nach oben ist immer. Ich finde, dass wirklich sehr viel passiert. Ich habe zum Beispiel erst heute ich weiß nicht, ob du den Musikautorenpreis von der GEMA kennst, aber die haben tatsächlich heute den Namen in MusikautorInnenpreis geändert. Und ich meine, es ist letztendlich diese schwierige Situation um dieses blöde Sternchen. Und die Endung, aber ich finde, es macht halt so viel aus, dass auch wirklich gezielt auch nochmal Frauen angesprochen werden. Und es steht einfach für so viel. Und genau, also ich habe auf jeden Fall das Gefühl, was ich auch selbst an Erfahrung auch jetzt gesammelt habe, dass sehr viel passiert. Und natürlich ist alles noch viel hinterher. Und wenn man sich die Prozentsätze irgendwie letztendlich anguckt, sind wir immer noch, es ist alles immer noch nicht Gender equal, sage ich jetzt mal. Aber es passiert auf jeden Fall schon was und der Ball ist auf jeden Fall ins Rollen gekommen.
Ja, sehr schön. Und ich habe auch noch eine letzte Frage für dich. Hast du denn persönlich noch Ideen oder Wünsche, wo es noch weitergehen kann, wo man noch sich verbessern kann? Also ganz speziell vielleicht. Also ich würde tatsächlich mir wünschen, dass auch mehr im Nachwuchs investiert wird. Also ich glaube, dass es letztendlich auch schon an Hochschulen beginnt, dass sich viel zu wenige Frauen bewerben. Also zum Beispiel auch in der Filmmusik. Ich war vor ein paar Jahren auch in einer Jury für die Aufnahme. Es waren irgendwie 30 Bewerbungen und davon war halt eine nur eine Frau. So, und ich glaube, da muss man halt ansetzen, dass man wirklich auch mehr Frauen unterstützt und mehr ausbildet, auch an Hochschulen sich mehr Frauen bewerben und dann werden quasi auch mehr Frauen in diesem Job dann Karriere machen können. Wow, das klingt richtig super. Ist, glaube ich, auch alle für alle sehr griffig, was man sich darunter vorstellen kann. Also ich danke dir, dass du dir kurz Zeit genommen hast. Dasha Gerne. Dauenhauer, Filmkomponistin. Danke. Und das ist ja natürlich auch spannend, wirklich so jemanden da zu haben, der wirklich im Filmbusiness so unterwegs ist und weiß, wie es läuft. Ich als Kind, Ria, wollte zum Beispiel auch mal gern schauspielern und ich habe es einfach geliebt, in Rollen zu schlüpfen, so gewisse Abenteuer zu erleben. Das finde ich einfach spannend. Ja, Samuel, du als Mann, du hast es ja da auch eigentlich relativ easy in der Filmbranche, ne? Ich meine, als Frau musst du dann gucken, welche Phase einer Schauspielerin du gerade hast. Phase, Ria? Ja, hast du noch nie von den Phasen einer Schauspielerin gehört? Phase 1, sexy Geliebte. Phase 2, reizlose Ehefrau. Oder Phase 3, Oma, Nonne oder dann halt gleich Leiche. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Also ich meine, das muss ja echt frustrierend sein. Ich schlag dir vor, wir machen vielleicht ein Gedankenexperiment und tauschen einfach mal die Rollen. Okay, wie meinst du das? Also in dem Experiment bist du Schauspieler und in deiner Rolle und ich bin Agentin. Nein, nicht so eine Agentin, sondern Schauspielagentin. Ja, also wie wär's? Hast du Lust? Klar, auf jeden Fall. Na, dann komm rüber in mein Büro. Ja, Mensch, schön, dass Sie sich hier eingefunden haben. Ja, gerne doch. Freut mich sehr, hier zu sein. Ja, fangen wir doch gleich mal an. Okay. So, okay, Frauenrollen, Männerrollen. Ria, ganz kurze Frage. Ja. Warum ist der Ordner für die Männerrollen jetzt so dünn? Naja, Samuel, Männer sind nicht so vielschichtig. Aha. Ja, okay, wir fangen einfach an. Alter? 22. Okay, Phase 2. Sexualität? Hetero? Nicht mal ein bisschen bi? Nee, sorry. Okay. Ja gut, dann halt diese Rolle. Ein sensibler und alleinerziehender Vater, der die große Liebe sucht und die Mutter seiner Kinder. Also für seine Kinder. Und hier ist der Text und du liest einfach vor. Wir nehmen die wichtigste Szene. Das heißt also, du bist am Flughafen, du willst deine Liebe gestehen, es regnet, es ist die letzte Sekunde und bitte. Lena, das hier, das ist für immer. Okay, danke. Ich weiß nicht, ich glaube, das ist nicht so ganz durchgedrungen. Vielleicht beschreibst du mir nochmal, was das für eine Rolle ist. Naja, ich glaube, das ist ein sehr liebevoller, reflektierter Mann, der auch ein guter Zuhörer ist. Okay, nee, also Samuel, das ist, du bist der männliche Hauptdarsteller, ja? Okay, also wir fangen nochmal an mit dem Text lesen und los. Lena, das hier. Okay, stopp. Vielleicht lieber dann doch mit einem Lächeln. Lächeln? Aber die Szene, die ist doch traurig, das ist doch Verzweiflung pur. Ich meine, sollte ich da nicht eher weinen? Ja, also du kannst schon weinen, aber dann halt nicht hässlich weinen, sondern so sexy weinen halt, ne? So, also schon traurig, aber dann doch lächeln. Also sexy, traurig, lächeln und bitte. Lena! Okay, stopp.
Stopp. Ja, naja. Samuel, bevor wir weitermachen, also das Allerwichtigste ist, hast du denn ein Sixpack? Ria, ich mag dieses Gedankenexperiment gar nicht. Wenn du dich nicht ausziehen willst, dann hätte ich hier noch die Rollen für dich. Mitglied der Jungen Union, BWL-Student, Nazi-Sexist. Ria, ist das dein Ernst? Samuel, das Schauspielbusiness, das ist ein hartes Business. Mir gefällt das Gedankenexperiment immer noch nicht. Ja, es ist sehr unangenehm, aber manchmal hilft es, die Perspektive zu wechseln, um ein Problem besser zu verstehen. Und das haben auch die Regisseure für die Neuauflage von Inglourious Basterds gemacht. Und hier kommt der Trailer. Achtung! Augen geradeaus! Mein Name ist Lieutenant El Dorado. Und ich brauche 9 Soldaten und Soldatinnen. Wir werden uns getarnt als stinknormale Männer und Frauen in die Reihen der Sexisten einschleusen. Wir haben eine Aufgabe, eine einzige. Sexisten ficken. Ja, Mann! Mitglieder der sexistischen Partei haben die Welt unterworfen durch Mord, Folter und Alltagssexismus. Und genau das werden wir nun ihnen antun. Wir werden grausam zu den Sexisten sein. Dann werden sie wissen, wer wir sind. Die Spuren unserer Grausamkeiten finden sie in den geschändeten, erniedrigten und schwächlichen Körpern, die wir zurücklassen. Und sie werden nie wieder aufhören, sich die Grausamkeiten vorzustellen, die ihre Brüder und Schwestern durch unsere Hände erlitten haben. Und durch die Absätze unserer Schuhe und das Gas unserer Pfeffersprays. Die Sexisten werden sich vor uns in die Hose scheißen. Die Sexisten werden über uns reden. Die Sexisten werden uns fürchten. Sexisten verdienen keine Menschlichkeit. Sie müssen bestraft werden. Jeder Soldat und jede Soldatin unter meinem Kommando schuldet mir 100 Männernippel. Und ich will meine Männernippel. Nein! Ja, Inglourious Bitches, und das wurde, da wurde Regie geführt von Philipp, den lernen wir auch gleich später kennen. Also ich glaube, das wird ganz spannend. Und ansonsten, ich meine, was ein Trailer, was für Hollywood-Qualitäten. Ja, ganz genau. Doch wobei, Hollywood muss ja nicht unbedingt heißen, dass da nur gute Filme herkommen. Ne? Es gibt ja auch in Hollywood so ein paar, na, man möchte fast sagen, Hollywood-Kacke-Knärpel. Ne? Und auf die wollen wir jetzt gucken, und zwar in unserer Kategorie Filmen und Schämen. Filmen und Schämen heißt die Kategorie, und nein, es geht hier nicht um eure 5 Shots aus dem 5. Semester, aus dem 2. Semester, da waren die richtig, na egal, das habe ich verkackt. Wie auch immer, wir machen einen Ausflug in die Trash-Film-Abteilung. Trash-Filme, sie sind so ein bisschen, ja, wie die Leute von der sozialen Arbeit hier im ZMS, ein bisschen ungewöhnlich, aber sie gehören einfach mit dazu, ja? Und deswegen, Ria, würde ich sagen, gucken wir mal in ein paar Trash-Filme rein, oder? Bist du dabei? Ich bin sowas von dabei. Ich kenne keine, es wird spannend. Sehr gut. Vielleicht ist dir schon eine gewisse Unsymmetrie hier im Set aufgefallen. Ja, wo können denn jetzt die Trash-Filme stecken? Na, im Trash wahrscheinlich, ne? Ganz genau, Ria, du weißt, worauf ich hinaus will. Es sind einfach ein super Team, würde ich sagen. Genau, ich würde sagen, wir gucken mal rein, was wir hier drin haben. Hier. Was hast du denn da mitgebracht? Ah, hier haben wir doch einen. Da lässt sich am Titel auch schon kaum erahnen, dass es ein Trash-Film ist. Ich habe dir mitgebracht Zombieber. Zombieber, so heißt der Film. Ria, was denkst du? Kannst du vielleicht einen kurzen Abriss geben, was in dem Film vorkommt? Ich bin erstmal traurig. Ich mag Biber. Oh nein. Das muss er einfach hier so verunstalten. Aber ja, also keine Ahnung, wahrscheinlich eine Mischung aus Zombie und Biber. Und die greifen wahrscheinlich diese
nichtsahnenden Ladies an, die da wie auf diesem, wie auch immer, im Wasser da sich unterwegs sind. Ja, das kommt schon nah ran, Ria. Also dieser Film, der ist tatsächlich echt, das ist kein Witz, ne? Und Zombie, aber hast du schon recht. Es sind aber im Prinzip 6 Teenager in der Hauptrolle, die in einer Hütte am Wald quasi ja, Urlaub machen. Und ja, dann kommen eben die Zombie. Und viel mehr will ich auch gar nicht verraten, außer dass das Witzige ist eigentlich an dem Film, dass wenn die Menschen gebissen werden, die werden nicht zu Zombie-Menschen, sondern die werden zu Zombie-Bibern. Das heißt, denen wachsen zum Beispiel Biberzähne und so. Es ist ein ganz witziges Bild. Also ihr da draußen kann ich nur empfehlen. Wir wollen aber auch gar nicht zu viel spoilern. Ich finde es eher verstörend als witzig. Aber, aber pass auf, wir gucken einfach mal in den zweiten rein. Vielleicht ist das ja eher dein Ding. Alles klar. Und dazu würde ich gerne auch ein kleines Experiment mit dir machen. Du hast gerade ein Experiment mit mir gemacht. Jetzt bin ich dran. Und zwar habe ich jetzt Rezensionen mitgebracht von diesem Film. Und du kannst ja vielleicht schon mal ahnen, in welche Richtung der Film geht, was das für ein Film ist. So, denn wie kann man sich am besten eine Meinung machen, außer über die Meinung von fremden Leuten im Internet? Ne? Das kann ja nur gut gehen. Ja. Und von daher... Mache ich immer so. Ja, auf jeden Fall. Von daher will ich mal kurz gucken. Haben wir hier die Rezension irgendwo? Na, hier sind es nicht. Hier. Pass auf, genau, der liebe Julian hat geschrieben, hat 10 von 10 Punkten gegeben. In diesem Film werden sehr gesellschaftskritische Themen angesprochen. Und ich finde, diese Meisterwerke sollten nur unter Einfluss von mindestens 2 Flaschen alkoholhaltigen Getränken geschaut werden. 10 von 10. Ja, Ria, was denkst du? Hast du irgendwie schon ein bisschen eine Ahnung? Also ich glaube, 2 Flaschen Wein trinkt man entweder, wenn der Film richtig gut ist, oder wenn er richtig scheiße ist. Ne? Ja, da also so wirklich was verraten tut es noch gar nicht, finde ich. Na gut, ja, das stimmt. Das ist schwierig. Weiß nicht, Band, habt ihr vielleicht eine Idee, in welche Richtung das gehen könnte? Naja, also du hast was von Alkohol erzählt und du hast was von gesellschaftskritisch erzählt. So Umwelt, ne? so Avatar, also es ist nicht Trash, aber wieder blau. Pass auf, Umwelt kommt auch gleich noch. Ich lese mal die zweite. Also Basti, Aussage ist, Avatar ist ein Trashfilm, oder... Ja, ja, na, mein Gott. Okay, hier gibt es ein Statement. Ja, kritisch. Ich wusste gar nicht, dass wir so eine kritische Sendung hier sind. Ja, ich wusste es auch nicht. Ja, ich lese einfach mal die zweite vor. Die ist so ein bisschen das, was der Basti vielleicht schon angedeutet hat. Die kommt von Jasmin. Die Kritik am Klimawandel, welche in diesem Kunstwerk dargeboten wird, ist meisterhaft. Ich bin der Meinung, dass dieses Meisterstück an Schulen in den Lehrplan aufgenommen werden sollte. Des Weiteren möchte ich lobend die visuelle Darstellung und die gehaltvollen Dialoge hervorheben. Alles in allem lacht man bei diesem Film mehr Tränen, als der Ozean Wasser hat. Eindeutig Avatar. Ja, ja, ich bin jetzt auch dabei. Nee, also ich meine, okay, jetzt haben wir es, glaube ich, Klimawandel nochmal bestätigt. Und also Klimawandel, entweder Erdbeben, Tornado oder Überflutung oder sowas. Und am besten dann noch kombinieren mit einem Tier, ne? Wie immer. Pass eigentlich. Auf, ganz genau, Ria, genau wie gerade eben. Du bist auf der richtigen Fährte. Und pass auf, ich glaube, die letzte Rezension, die gibt dir den entscheidenden Hinweis. Die kommt von Laura und die hat geschrieben, so good, much wow, so deep, so real. Geschichten aus dem Leben und dem Paulaner Garten. So viel Tiefsinn muss man gesehen haben. Der Film hat mein Leben verändert. Ich möchte jetzt ein Hai werden. So, Basti, immer noch Avatar? Nee. Nee. Jetzt bist du raus. Ja, okay. Aber es ist ein Tier mit drin, wie du gesagt ja, hast. Ja, ich denke auch Haie und dann halt Erdbeben oder Tornado oder weiß ich nicht. Mhm. Soll ich es auflösen oder? Lös mal auf, wir finden es raus. Pass auf, die Rede ist von Sharknado. Wir können auch hier mal kurz ein kleines Bild zeigen. Genau, das ist er. Sieht auf jeden Fall einladend aus. Das ist wahrscheinlich der Trashfilm der Trashfilme. Also ein richtiger Kult-Trashfilm möchte also man. Also mehreres daran, ne? Sharknado 5, dann ist dann Big Ben, der da rumfliegt. Und dann ist das noch ab 16. Ja, ja. Schwierige Kombo. Naja, immerhin nicht ab 18. Ne? Die meisten Horrorfilme oder Trashfilme, Trash-Horrorfilme, die sind so, ja, die sind glaube ich erst ab 18. Wie auch immer. Ich weiß nicht, hast du noch Lust auf einen dritten? Riesig. Hau raus. Klang jetzt nicht überzeugt. Ja, okay. Hau raus! Danke. Dann gucken wir mal rein. Ah, okay, ja. Ja, da ist noch einer. Den fühle ich ganz besonders, denn die Bösewichte, die hier in dem Film eine Rolle spielen, die bringen mich auch regelmäßig zum Kotzen. Und zwar geht es hier um Tomaten. Wir schauen mal rein. Attack of the Killer Tomato. You've never seen a film like it. Vicious man-eating tomatoes grow to monstrous proportions. Eating machine, the Killer Tomato. Ja, genau. Kleiner Applaus für
Dieses Meisterwerk gibt es auch gratis auf YouTube anzuschauen. Ja, ich denke, das sagt schon einiges über die Qualität von dem Film aus. Naja, also ich finde, dass da so, das sieht ja schon so aus, als hätten die da echte Tomaten irgendwo also nicht echte, sondern halt also groß gebaute Tomaten irgendwo hingeworfen. Also es hat, finde ich, schon wieder Klassikerpotenzial eigentlich. An Special Effects und an Requisite haben die wirklich keine Kosten und Mühen gescheut, glaube ich. Also, ich glaube auch. Ja, man fragt sich natürlich, wie sind die immer entstanden? Ne? Ich kann mir vorstellen, dass sie einfach in der Kantine saßen und keine Ahnung, der eine hat sich seine Tomaten so drauf gemacht, der andere sagte, ach Mensch, wir brauchen noch einen Bösewicht für unseren Film. Und der dritte sagt so, beobachtet die ganze Situation und denkt sich so, ah ja, ja, ich habe die perfekte Idee, wir nehmen Tomaten. Nun ja, aber das soll es auch schon gewesen sein mit unserem kleinen Exkurs in die Trash-Filmabteilung, das Baustellenklo Hollywoods. Und genau, ich würde sagen, das waren sie, unsere drei Filme, die wir vorgestellt haben. Filmen und Schämen. Ja. Danke. Danke, Samuel. Ich glaube, das war sehr schön für uns alle, da auch nochmal einen Einblick reinzubekommen. Und jetzt als nächstes haben wir eine Produktionsstudio und das heißt 420 Studio Century Studio. Und sie bezeichnen sich als Independent und suchen gerade nach einer Praktikantin für Hanfbuchführung. Also ja, wenn ihr Interesse habt, meldet euch an. Aber jetzt kommt erstmal der Trailer von ihnen und zwar Dope Brothers. Hallo? Emil, wir sind mitten in der Show. Hm. Wo ist euer Trailer? Wir brauchen den jetzt. Ihr solltet den doch den Producern geben. Ja, du, der Roadmovie, ist ja jetzt eher so eine Art Teaser geworden und der liegt bestimmt in der Regie oder so. Geht das denn nicht ein bisschen genauer? Das ist doch keine Angabe. Oder im Übungsstudio. Emil, das ist immer das Gleiche mit euch. Ihr haltet euch an keine Deadline und wenn jetzt der Trailer ganz ehrlich, wir sind gerade hier voll in der Kunststudie drin und weißt du, spielt den doch einfach Emil, ab wenn der und vertraut uns da einfach, das passt schon. Nee, ne? Und ansonsten toi 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 und nicht versprechen, ne? Bis Emil, neulich. Emil, wenn du jetzt auflegst, dann... Sag mal, kommt eigentlich die Diversität der Orangen gut durch? Ja, ich denke schon. Kommen wir mit dem Teaser durch, ist die viel spannendere Frage. Ich hoffe. Was glaubt ihr denn, mit wem ihr hier rummacht? Ich bin Toni und der! Ihr habt's mit mir! Na Jungs? Yeah. Habt ihr Bock? Worauf? Na, auf euren Beitrag zu unserer Late-Night-Show. Wusste gar nicht, dass Aladdin so gutes Zeug hat. Na, lest euch das erstmal durch und macht euch dann die Arbeit, ne? Lieber Emil, lieber Seppi, die Midnight Show steht in den Startlöchern und wir brauchen noch einen Trailer. Ihr seid ja richtige Filmgurus, deswegen haben wir uns für euch etwas ganz Besonderes ausgedacht. Denkt mal scharf nach. Mit Weida, 1,50 Meter breite Hauptstraßen, unzählige Wanderwege mit unnötigen Höhenmetern, wieder mal nichts los am Wochenende. Das ist doch das perfekte Setting für einen Roadmovie, wofür ihr einen Trailer dreht. Am besten ihr bringt noch ein aktuelles Thema mit rein. Wir dachten an die Cannabis-Legalisierung. Fragt eure Kommilitonen um Unterstützung und dann Film ab. PS, lasst die ganzen Filmanspielungen, die versteht eh keiner. Yippie, Schweinebacke. Euer Erik. Ich hab eine Idee für einen Titel. Vier in Smoking, in mit Weida. Cannabis Express. Knocking on Ganja Store. Dicht und Dichter 2, jetzt wird's harzig. Oder Dope Brothers. Ja, Mann, das ist perfekt. Das sind die Kiffenden. Blues Brothers. Auf jeden. Aber wie schreiben wir das Skript? Wir schauen einfach die besten Roadmovies aller Zeiten. Rauchen ganz viel Pott. Und schreiben einfach nur ab. Von den Besten.
Da wir einen Film nach dem anderen schauten, schrieb sich das Skript praktisch von allein und der Dreh konnte beginnen. Wir schnappten uns das Equipment, sammelten die Crew ein und fuhren zur ersten Location. Nachdem wir uns am Vorabend wieder achtarmig einen reingeteambildet hatten, verwirrte mich Sebi mit seinen schlecht erklärten Anweisungen so sehr, dass ich nicht mehr wusste, wo ich hinfahren soll. Stopp! Wir waren alle frustriert und als wäre das nicht genug... Was machst du denn da? Der Tank ist alle. Hier, der Tank ist alle, dann füllen wir jetzt sofort nach. Okay. Die Sonne geht gleich unter. Nicht, Elias, komm ran, zeig mir die auf. Also da ist nicht mehr viel drin. Nicht mehr viel drin, das heißt? Das heißt, wir kommen vielleicht noch nach Hause, aber den Take können wir auf jeden Fall nicht noch. Fuck! Ich will hier jetzt noch ein Fass gedreht haben. Ich sehe das nicht, die Sonne ist gleich weg und alle 5 Minuten fährt hier ein Auto durch. Wie wollten ihr das jetzt noch drehen? Das könnt ihr absolut vergessen. Gibt keine Lösung für keine Sonne. Punkt aus. Ich füllte unfreiwillig meinen Tank wieder auf und hatte keinen Bock mehr. Philipp und ich diskutierten über den Skript. Es war zum Verzweifeln, während Elias und Josi von unserem Organisationstalent sichtlich begeistert waren. Es gab keine zweite Option. Wir mussten den Dreh abbrechen. Hände. Neue Szene, neues Glück. Eigentlich kein Hexenwerk. Ich musste nur aussteigen und das Gras aus der Filmhülle verkaufen. Hauptsache schnell abdrehen und dann schön die Requisiten aufrauchen. Da ist nichts drin. Wieder ist nichts drin. Das wäre jetzt also, echt scheiße. Irgendwer muss es doch aufgeraucht haben, oder nicht? Wem hatte ich vor 5 Minuten gesagt, dass es sich darum kümmern soll, dass die Blu-ray bitte mit Gras gefüllt wird? Penja, fix den Emil mal. Ganz im Ernst. Nee, also jetzt komm, du weißt genau, du könntest genauso gut was einbringen. Ist alles scheiße hier. Ja, okay. Ja, ist, glaube ich, auch gleich alle. Ja, kommt Leute, packt zusammen, wir fahren zur nächsten Location. Das Gras war weg, keiner war schuldig, jeder weiß es besser und alle reden auf mich ein. Es war einfach zum Kotzen. Beruhig dich doch mal. Trailer-Höhepunkt. Unsere Protagonisten treffen Indiana Stone und das Acid des Todes. Na? Na? Was ist das? Das, meine lieben Freunde, ist LSD mit Ananas. Und wie stark ist das LSD mit Ananas? 250 Mikrogramm. Was macht das mit dir? Lost in Translation. Kann man sich das Ganze irgendwie bildlich vorstellen? Eine Ananas. Geschmacksprobe gefällig? Die Szene war abgedreht. Wir waren zum ersten Mal mit den Aufnahmen zufrieden und da wir sehr gut im Zeitplan lagen, erholten wir uns bei einer kleinen Mittagspause. Da unser Budget nicht für ein angemessenes Catering reichte, griffen alle notgedrungen zur Ananas, die wir als Requisite nicht mehr brauchten. Irgendjemand hielt es blöderweise für eine gute Idee, die Ananas mit richtigem DSL zu versetzen, was zu diesem Zeitpunkt keiner wusste. Ob es sich bei dem unbekannten Irgendjemand um die gleiche Person handelt, die auch das Gras aus der Filmhülle geklaut hat, bleibt bis dato offen. Die starke DSL-Wirkung erwischte uns eiskalt wie ein Vorlesungsbeginn um 8. Philipp trennte seinen Körper vom Geist. Philipp! Das Ergebnis überraschte selbst ihn. Josi puderte alles andere, außer die Schauspieler ab. Egal ob lebendig oder nicht. Ich währenddessen bekämpfte hinterlistige Luftpiraten. Elias übte für sein Praktikum bei Elefant, Tiger und Co. und entwickelte neue Methoden der Kameraführung. Die meisten Aufnahmen sahen leider so aus. Felix wurde zum fürsorglichen Gruppenvati und versuchte, den Klang der Liebe einzufangen. Philipp half ihm dabei. Wenn es stimmt, dass der Weg das Ziel ist, kann man auch mit dem Motto »Dabei sein ist alles« gewinnen, ohne zu wissen, wo die Filmcrew überhaupt ist. Hey, Erik, ich muss mich jetzt doch nochmal an dich wenden. Ich habe jetzt die ganze Nacht hier versucht, irgendwas noch aus dem Material zu schneiden, aber ganz ehrlich, das wird kein Trailer und das wird auch kein Teaser und ich weiß nicht mehr so richtig, was ich noch machen soll. Emil, ich habe die Lösung für den Trailer. Wir brauchen dafür nur deinen Spielzeugkasten. Komm mit, Emil! Emil, hast du noch Gras? Der ist ausgegangen.
frisch aus dem Knast. Direkt wieder an die Grenze des Gesetzes. Riesige Joints. Atemberaubende Verfolgungsjagd. Dope Brothers. Bald im Kino. Was ein Trailer und was für ein Meisterwerk. Ja, und wir wollen auch kennenlernen, wer dieses Meisterwerk gemacht hat, beziehungsweise auch, wer die davor gemacht hat. Deswegen begrüßt mit mir Philipp, Josie und Sammy. Hallo, hallo. Hallo. Ja, Mensch. Fan. Ja, schön, dass ihr hergefunden habt, hier zu mir auf die Couch. Ja, und wir wollen euch natürlich erstmal, damit zugeordnet wird, wer ist. Ja, Philipp, welchen Film hast du gemacht? Genau, also Felix und ich haben den Inglourious Bitches Trailer produziert. Genau, gemeinsam und genau. Ist auch alles gut gelaufen. Ja. Und du sitzt jetzt hier, weil? Weil ich eingeladen wurde. Felix, ich wollte. Oder habt ihr Schnick, Schnack, Schnuck gemacht? Genau, wir haben Schnick, Schnack, Schnuck gemacht. Alles klar. Philipp! Ja, Felix ist auch hier dabei mit Herzen, mit Seele. Ne? Okay, Josie, welchen Teil hast du denn produziert? Welchen Trailer? Zusammen mit dem Johannes habe ich den Harry Potter Trailer produziert. Genau. Ich sitze heute hier, weil ich glaube, der Johannes, der saß daran einfach heute bis heute Nacht um 5 und ich denke, zeitig hätte es hier nicht her geschafft. Ja. Sehr schön, sehr schön. Ja, und natürlich bleibt jetzt nur einer übrig, die Hauptrolle, Sebi. Also in deinem Film hast du die Hauptrolle. Ja, ich habe mit dem Emil zusammen den Dope Brothers Kurzfilm produziert und Emil hat auch ganz viel geschnitten. Ja, saß jetzt mehrere Wochen dran, also ich denke nochmal ein extra Applaus für Emil. Emil! Jawohl! Jawohl! Ja, habt ihr es noch aus eurer Kunststudie rausgeschafft heute? Ja, gerade so eben, ne? Gerade so eben. Ja, super. Also wir haben für jeden von euch auch eine Frage zu eurem Trailer, weil das ist natürlich sehr spannend, was da für kreative Köpfe hinterstecken. Deswegen, Philipp, euer Trailer beschäftigt sich ja auch mit ein bisschen kritischerem Thema. Und welche Message steckt denn so tiefgründig dahinter? Naja, also passend zum Thema haben wir uns halt gedacht, okay, wir drehen einfach mal den Spieß um und lassen Frauen und auch Männer sich mal an den Sexisten dieser Welt rächen. Und Hollywood kennt wahrscheinlich auch einen der größten davon. Ja, den habt ihr ja auch gut platziert bekommen. Also ich fand das eine coole Message ganz am Ende. Und Josie, ja genau. Das stimmt. War gut. Und Josie, du hast ja den Harry Potter Trailer mitgestaltet. Vielleicht kleine Frage, welches Haus bist du denn bei Harry Potter? Ja, ich kenne mich tatsächlich nicht so mit Harry Potter aus, um ehrlich zu sein. Aber ich hatte die Aufgabe natürlich, mich mal zu erkundigen und so einen Test zu machen im Internet. Und da habe ich einen gefunden und es wurde gemunkelt, dass ich Haus Hufflepuff bin und das stimmt tatsächlich auch. Und da war dann tatsächlich auch irgendwie so eine Beschreibung von verschiedenen Darstellern im originalen Harry Potter Teil. Da gab es die Bellatrix. Die Böse. Und da stand, was die verschiedenen Schauspieler von mir halten. Und die Bellatrix meinte, ich bin eklig. Oh Mann. Ja. Oh. Oh. Eine Tüte. Ja. Ich kenne diese Bellatrix nicht, aber ich mag sie auch nicht. Ja, ist okay. Wir finden sie auch eklig, okay. Die Harry Potter-Fans. Ja. Also nicht dich, sondern Mensch. Seid doch mal nett hier. Okay. Ja, Sebi. Und für dich ist natürlich auch Frage, also die allerwichtigste überhaupt, warum hat Emil denn noch Playmobil?
Naja, das ist eine gute Frage. Ich denke, wir spielen einfach gern mal damit, wenn wir ein bisschen Ananas naschen. So. Also, wenn du willst. Darf ich auch bestimmt? Oh, geil. Danke. Ja, na klar. Einfach nehmen. Darf ich ihn haben? Kannst du gerne haben. Ich kann, ja, viel später. In anderthalb Stunden weißt du mehr. Philipp, du solltest auch mal probieren, aber damit kennst du dich auch noch aus. Ja. Ne? Hast schon gesagt. Ich hab letztens schon. Danke für Sabis Geschenk. Ich sehe auch Josie, du hast auch was auf dem Schoß und Philipp, du hast was in der Hand. Ja, also ich habe dir mal die originalen Requisitenmasken mitgebracht. Vielleicht, ich würde die hier da lassen, ja, falls du mal jemanden erschrecken willst. Ja, nehme ich. Okay. Ich würde sie haben, ja, doch. Hat sich schon richtig gelohnt, dass ich euch eingeladen habe. Okay, Philipp. Ja, auch ich habe eine Requisite mitgebracht. Die haben wir am Ende leider nicht benutzen können. Das ist eine Glatze, weil eigentlich war die ursprünglich für Harvey Weinstein gedacht, aber er hatte am Ende doch Haare. Deswegen, ja, bitte. Für danke, dich ja. Wollte ich auch schon immer mal haben. Die Glatze von Harvey Weinstein. Also kurz mal zusammenfassen. Ich habe Ananas, Professorenmasken und eine Glatze. Ja, also, das fand ich sehr schön. Auf jeden Fall. Aber vielleicht mal zusammengefasst, was haltet ihr denn jetzt, wo ihr es jetzt alle gesehen habt, von euren Endprodukten selbst? Seid ihr zufrieden? Ja. Ja. Schön, ja. Ich glaube, also zum Beispiel, ich persönlich auch. Und ich glaube, das Publikum ist auch sehr zufrieden mit dem, was wir gemacht haben. Ja, viel Schweiß ist da, glaube ich, reingeflossen und viel Gedanken. Also das habt ihr wirklich alle sehr schön gemacht. War sehr spannend, euch alle da zu beobachten. So, und nachdem wir euch jetzt ausgequetscht haben, tun wir das noch ein bisschen weiter und spielen mit euch ein Spiel. Und das heißt Titelkampf der RegisseurInnen. Okay. Das Spiel ist relativ einfach. Ich erzähle euch Fakten zu einem Film und ich fange bei einem ganz komplizierten Fakt an und werde immer leichter. Und der das Gefühl hat, ich weiß, was das für ein Film ist, der drückt auf seinen Buzzer. Gerne könnt ihr mal draufdrücken. Ja, nur einmal. Ja, ihr dürft auch reden, also es ist, ihr habt Mikros, um zu reden. Nein. Also genau, ich fange einfach an. Und hier gibt es keine falschen Antworten. Also, ja. Schon, aber. Schon. Aber ja, okay. Also, der erste Fakt. Erhielt 2004 einen Oscar in der Kategorie bester animierter Spielfilm. Wer hat die Oscars geguckt? Wie alt wart ihr denn 2004? 5. 6. Na gut, hätte man wissen können. Okay, dann. Der Film erhielt erst im Jahr 2016 eine Fortsetzung. Eine Idee? Okay. Kannst du uns Tipps geben? Ja, also das sind ja die Tipps. Die ganze Idee ist ja, dass ich Tipps gebe. Okay. Das sind doch die Tipps. Ich gebe dir aber einen. Der Disney-Film wurde im Film Der Monster AG durch ein Kuscheltier angeteasert. Durch ein Kuscheltier? Ja. Toy Story? Nein. Das ist ja schon älter. Die Charaktere sind größtenteils Meerestiere. Findet Nemo? Ja. Findet Nemo! Wow. Muss drücken. Also gerne den Buzzer drücken, bevor ihr eure Antwort gibt, dann sehr schön. Okay, also wir gehen weiter. Durch Verzögerung bei den Dreharbeiten musste die mittlerweile herbstlichen Pflanzen für die im Sommer spielende Handlung mit grüner Farbe besprüht werden. Kannst du nochmal wiederholen? Nochmal, ja, den Fakt bitte. Also dadurch, dass die Dreharbeiten so lange gedauert haben, wurden die Pflanzen, die schon verdorren sind, Ja. Die tot waren, angesprüht mit grüner Farbe. Okay, ja. Die beiden HauptdarstellerInnen konnten sich im Gegensatz zum Filminhalt nicht leiden. Da hätte ich es gewusst. Ist ein US-amerikanischer Tanzfilm. Step Up? Oh. Da bin ich raus. Step Up? Nee.
Na los, trau dich, Josie. Oh, drücken. Hey, the time of life. Ja, ja, das ist so. Dirty Dancing. Dirty Dancing. Ja. Aber ich glaube, das ist nicht, oder? Doch, ja, ist Dirty Dancing. Josie, Wasser, Wasser. Also hier sogar mit Songeinlage, da gibt's Doppelpunkte. Nee, das kann ich nicht bestimmen. Okay, also Steven Spielberg führte Regie. Der Film wurde in chronologischer Reihenfolge gedreht. Die Hauptfigur ist ein geschlechtsneutrales Wesen. Ja, AI, künstliche Intelligenz? Nee. Sebi, Philipp? E.T.? Ja, es ist E.T. Ich könnte nur das eine oder das andere sagen. Ja, vor dem habe ich mich immer des Todes gegruselt als Kind. Okay, also, jetzt hätte ich fast den Titel gesagt. Ist eine US-amerikanische Literaturverfilmung. Von einem US, also von einem amerikanischen Buch oder ist die Verfilmung amerikanisch? Ja, das ist die Frage. Tja, der Hauptdarsteller bekam keinen normalen Gehalt, sondern sicherte sich Prozente der Einnahmen. Smart, smart. Die Hauptfigur erkrankte als Kind an Kinderlähmung, wodurch er zur Zielscheibe von Hänselungen wurde. Der Hauptcharakter sitzt in einer Bushaltestelle und erzählt Fremden seine Lebensgeschichte. Forrest Gump? Ja. Ah. Ja, okay. Das war jetzt meiner Meinung nach gleichzeitig, Samuel. Also ich glaube, vielleicht liegt es daran, dass ich hier den Buzzer von Sebi so gut sehe, aber ich glaube, Sebi war wirklich eher. Ja, war er. Hart. Okay, dann Sebi, dein Punkt. Ja, dann letzter. Jetzt hast du noch die Chance, alles rauszuholen, Josie oder Philipp, wie ihr wollt. 16 Jahre nach Erscheinung des Films bekam im Dezember 2021 die Dreharbeiten. 16 Jahre nach Erscheinung des Films begannen im Dezember 2021 die Dreharbeiten zu dessen Vorgeschichte. Das war jetzt irgendwie kompliziert. Ach, okay. Netflix plant mehrere Serienadaptionen des Films. Von wann war der Film nochmal? Na, der erste, wenn der 16 Jahre vor 2021, müsste der von 2005 sein, ne? Sehr gut. Jemand, der Medienmanagement studiert und rechnen kann. Ja. Netflix, das habe ich schon. Der Hauptcharakter wurde von vielen Seiten als zu gruselig für einen Kinderfilm kritisiert. Die Hauptfigur sucht einen Nachfolger, der seine Fabrik übernimmt. Charlie und die Schokoladenfabrik. Ich wollte jetzt Willy Wonka sein. Ist richtig. Ja, Charlie und die Schokoladenfabrik. Auch an dich. Nein, gut. Ja, damit haben wir alle Filme erraten und jetzt wollen wir von Samuel natürlich die Entscheidung hören. Wer ist es geworden? Wer hat gewonnen? Wir schauen mal auf den Punktestand. Platz 3 mit einem Punkt hat die Josie. Und Platz 1, den teilen sich der Philipp und der Sebi. Ja, Mensch, super, ja, Gratulation, dann könnt ihr euch die teilen. Oh, sind die echt? Ja, natürlich sind die echt. Fake Popcorn, nee. Also, ja, das, ja, jetzt freut mich schön, dass ihr mitgespielt habt. Ich freue mich auch total, dass ihr hier wart und euch Zeit genommen habt. Und ich danke auch, das war die Midnight Show 2022, Once Upon a Time in Mittweida. Wir bedanken uns bei unserer wundervollen Drei-Tage-Band. Wir bedanken uns bei den wundervollen Gästen, Sebi, Josie und Philipp. Ich bedanke mich natürlich bei meinem lieben Samuel Wolf. Und vor allem möchte ich mich bedanken bei unserem wundervollen Publikum, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen. Das war die Midnight Show 2022. Wir freuen uns auf nächstes Jahr. Danke und bis dann.